Und es ist auch mal okay, nicht okay zu sein. Also das wird auch häufig in unserer Gesellschaft irgendwie so vernachlässigt. Mhm. Wenn es einem dann wirklich mal nicht gut geht, dann wird das immer schnell verpönt. Und ich finde hier auch, einfach mal zu sagen, okay, es geht mir gerade nicht gut oder ich befinde mich in einer Situation, wo es nicht gut läuft, dann ist das auch okay. Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast-YouTube-Format für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt mit ihrer Arbeit, mit ihrer Tätigkeit besser machen und uns dabei wachsen lassen. Und perfekt in dieses, ja, Raster ist vielleicht nicht das richtige Wort, Beuteschema auch nicht, aber ihr wisst, wovon ich spreche, passt unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin. Sie ist studierte Psychologin, sie ist ein ganzheitlicher Coach, hat noch diverse verschiedene Zertifikate, was gerade auch wichtig ist, um ein gesundes Leben zu führen. Und ihre Mission, die hat mich vor allen Dingen gekitzelt. Und zwar begleitet sie Frauen auf ihrer inneren Reise nach Hause zu sich. Und dass wir alle eben, vor allen Dingen als Frauen, unsere innere Weisheit mehr nutzen und damit bewusster unser Leben gestalten. Sie ist erfolgreiche Gründerin von About the Good Life, einem sehr erfolgreichen Instagram-Kanal. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich die liebe Nila Konzen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Richtig. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute bei dir im Podcast zu sein und bin mal ganz gespannt, wo unsere heutige Reise hingeht. Ja, liebe Nila, du hast einen sehr, sehr erfolgreichen Instagram-Kanal, der nennt sich About the Good Life. Ich glaube, im Moment sind es über 140.000 Menschen, die dir folgen, die du inspirierst damit auch, denen du täglich Impulse gibst. Und du hast ja auch verschiedene tiefere Workshops oder Workshop-Programme, die du dann auch mit vielen deiner Klienten oder Kunden quasi dann auch weiterführst. Vielleicht kannst du uns mal reinholen, wie kam es zu der Gründung von About the Good Life? Ja, ganz spannend. Wir hatten ja schon angesprochen, dass ich damals 2017 nach Bali gereist bin zum ersten Mal. Und da habe ich dann diesen Instagram-Account gegründet. Also es ist, wie gesagt, noch gar nicht so lange her. Mhm. Aber über die ersten Jahre oder das erste Jahr primär habe ich eigentlich nur viel über mich berichtet. Also über meine Reise auf Bali und meine Geschehnisse. Und da war meine Community, wie gesagt, auch überhaupt nicht groß. Und mit der Zeit, dadurch, dass ich immer mehr geteilt habe, ich glaube, was eine wichtige Rolle gespielt hat, ist, dass ich sehr ehrlich bin. Also die Menschen, man muss es immer beachten, das heißt ja Social Media aus einem Grund. Schön und gut, wenn man inspirierende Quotes liest, aber wenn man den Menschen dahinter noch kennenlernt, dann ist es immer noch mal besonders. Da fühlen die Menschen sich dann irgendwie immer noch mehr aufgehoben, gesehen und weniger alleine, weil ich halt auch viel aus der Zeit berichtet habe, wo es mir eben nicht gut ging. Mhm. Schön, dass du das so offen auch gestaltet hast. Hat dir das geholfen dann auch, einfach das zu teilen und da in Resonanz auch mit Menschen zu gehen? Ja, also auch bestimmt. Mhm. Schön. Und jetzt sagst du auch, glaube ich, also am Anfang waren das noch gar nicht so viele, aber ich glaube wahrscheinlich, weil deine Messages ja auch so stark sind und so tief sind, dass das sich einfach breit oder weiter in die Welt getragen hat, sodass du heute ja, wie gesagt, auch schon da wirklich viele Menschen inspirierst. Hast du für dich irgendwann, hieß der Account schon immer About the Good Life oder hat er sich gewechselt, der Name? Nee, der hieß schon immer About the Good Life. Ich erinnere mich ja damals noch an einen balinesischen Heiler, der mich gefragt hat, was ein gutes Leben für mich eigentlich wäre. Mhm. Diese Frage ist mir irgendwie seit dem Tag nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Was bedeutet das gute Leben? Und er hat halt auch nicht gesagt, das erfolgreiche Leben oder das perfekte Leben, sondern eben das Gute. Und und dann habe ich halt kurzerhand danach gesagt, okay, so nenne ich meinen Account. Also selbstständig gemacht mit About the Good Life, beziehungsweise jetzt als holistischer Coach, habe ich mich auch erst Anfang diesen Jahres. Und bis dahin habe ich halt viel über meine Arbeit berichtet oder ich wusste halt immer, wo es hingehen sollte. Also ich hatte immer diese Mission und meinte, okay, erstmal
Muss ich mir selbst helfen? Ne? Also dieses typische Zitat, fill your cup first. Mhm. Also seine Tasse zunächst erstmal füllen, bevor man überhaupt anderen helfen kann. Und ja. Ist das auch schon ein Prinzip des guten Lebens? Seine Tasse zuerst zu füllen? Auf jeden Fall. Also es gibt unzählige, was heißt Prinzipien, das klingt immer so dogmatisch. Es gibt so viele Dinge, die zu einem guten Leben dazugehören. Und das ist auch mal das Spannende, weil jeder ja das ganz anders sieht. Ich finde das super spannend. Also für manche sind das wirklich die kleinsten Sachen, so wie für mich zum Beispiel auch. Und das darf sich auch immer verändern. Also diese Frage nach dem guten Leben hält uns auch häufig davon ab, etwas anzustreben, also wir streben etwas an, was eventuell niemals eintreten kann. Und das frustriert uns eher im Hier und Jetzt. Also viele Menschen verharren in der Vergangenheit oder sorgen sich um die Zukunft. Und dabei vergessen wir eben, dass Veränderung und das gute Leben an sich eigentlich nur im Hier und Jetzt, also in jedem Augenblick dort ist und auch natürlich dementsprechend gesehen, wahrgenommen und etwas verändert werden kann. Also wenn wir immer von großen Plänen reden, ohne es dann zu machen, ja, das hilft uns dann leider wenig. Ja, total. Und das ist immer so schade, wenn diese Fiktion im Kopf, also es ist ja, ich finde es total wichtig, dass wir auch im Kopf einfach ja Bilder entwickeln können und auch da Visionen haben, aber wenn die dazu führen, dass es uns bremst, weil wir irgendwie denken, ah, das klappt ja eh nicht und dann damit ja aber auch eben im Hier und Jetzt oder in dem Moment unsere Laune dadurch definieren lassen oder unser Gefühl definieren lassen, dann ist das super schade. Und ich habe auch oft so das Gefühl, dass manche Menschen so auch das nach dem schönen, guten Leben streben, aber eben das, was noch oft gesellschaftlich so vorgegeben wird, ja, und dann arbeite für deine Rente vor oder ist wichtig, dass du die und die Hausgröße hast und der Garten muss die Größe haben, dass das auch bei vielen Menschen so eine Art Druck auslöst. Jetzt, ja, die anderen haben jetzt auch ein Haus, okay, dann versuchen wir das auch mal. So, und das ist ja unecht oft und führt zu Nicht-Happiness. Ja, und viele Menschen sind auch aus dem Grund unglücklich, weil sie häufig wissen, was sie nicht wollen. Aber wann setzen wir uns wirklich mal hin und sagen, okay, das ist das, was ich wirklich will. Das brauche ich auch für mein gutes Leben oder für einen guten Tag. Also ich liebe es zum Beispiel immer, Fragen zu stellen. Ich habe auch einen Newsletter, der nennt sich About the Good Monday, der wird jeden Montag rausgeschickt und da stelle ich auch immer nur ein paar, 3 bis 5 Reflexionsfragen, um jeden Einzelnen einfach dazu zu inspirieren, das selbst für sich rauszufinden. Und das verstehe ich auch unter dem Begriff Inner Wisdom oder innere Weisheit, dass wir bekommen so viele Sachen immer aufgesetzt und es gibt immer die Musterlösung und den 5-Schritte-Plan für dies und das. Das kann zwar für einige hilfreich sein, aber Musterlösungen sind, wie gesagt, auch nicht auf das Individuum angepasst. Das ist immer so schade. Ja, und das macht dann ja auch Druck, wenn es nämlich dann nicht funktioniert, das 5-Schritte-Prinzip. Weil bei anderen hat es funktioniert, aber bei mir jetzt nicht. Was denn mit mir nicht okay? Wird dann gleich als Frage gestellt. Und das macht es dann einfach schwierig. Ja, total wichtig. Und jetzt sagst du auch, es ist das gute Leben muss jetzt nicht das perfekte Leben sein oder es definiert nicht das perfekte Leben und auch nicht das immer nur Friede, Freude, Eierkuchen leben, sondern dass vielleicht auch unterschiedliche Phasen dazugehören. Wie schaffen wir es, dass wir auch so diese mal die Herausforderungen und auch mal ja vielleicht einfach mal Dinge, die nicht gut laufen, mehr akzeptieren können und mehr wirklich fein damit sind und nicht darauf so ewig lange rumkauen. Was ich an der Stelle immer sehr wichtig finde, ist Neugier. Also das war für mich auch immer schwierig, weil ich immer genau einen Plan haben wollte und am liebsten heute da sein wollte, wo auch immer ich dann sein wollte. Das geht halt nicht so schnell. Und man darf sich auch mal erlauben, Pause zu machen, auch mal zu stolpern, aber immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, es hat nicht geklappt, daran kann ich jetzt leider nichts mehr ändern. Hier bin ich jetzt, da will ich hin. Und das ist ja auch so ein Thema. In der Therapie geht es häufig darum, aufzuarbeiten, warum du bestimmte Verhaltensmuster und Strukturen
generiert hast oder was dich dazu befügt hat, um jetzt da zu sein, wo du eben bist. Und im Coaching geht es natürlich dann darum zu gucken, okay, wo willst du hin? Von dem Standpunkt, wo du jetzt bist. Und immer wieder, da sind wir wieder bei dem Moment, hier im Hier und Jetzt zu sein. Das fällt uns eigentlich, also es fällt uns häufig sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn wir so in unseren eigenen Gedankenmustern dann gefangen sind. Total. Ja, was also wir stehen uns eigentlich selbst im Weg. Ja, ich glaube das gern. Da arbeite ich auch seit vielen Jahren dran. Ich glaube, es wird besser. Ich stehe mir nicht mehr mit der vollen Breite im Weg. Aber was mir zumindest geholfen hat, so dieses, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich für dich gang und gäbe, aber für mich so diese Erkenntnis, okay, das Leben besteht aus x Tagen und das Leben ist jeder einzelne Tag und nur so ergibt sich das Leben. Also schau bitte, was du aus jedem einzelnen Tag machen kannst, um einfach mich auch noch mehr ins sogenannte Hier und Jetzt immer zu bringen, weil heute ist das, was ich heute lebe, gehört ja zu meinem Leben und nicht deswegen nur alles zu verplanen und zu zerdenken und in diesen Druck einfach auch rauszunehmen. Ja, es gibt ja auch dieses Buch zu den Regrets of the Dying, also dass dann die Verstorbenen sagen, was sie damals bereut haben, nicht gemacht zu haben. Und da denke ich mir auch immer, dass, also so möchte ich dann nicht später im Alter sein, dass ich sage, ach, hätte ich doch mal. Genau. Ja, das ist total wichtig. Das muss ich auch sagen, mache ich inzwischen regelmäßiger. Was wäre, wenn jetzt was wäre? Natürlich wäre das, würde ich mir das nicht wünschen, aber ich hätte noch viele Pläne, aber ich würde trotzdem sagen, es ist okay. Ich wäre okay damit, auch wenn ich noch viel vermisse. Ja, und es ist auch mal okay, nicht okay zu sein. Also das wird auch häufig in unserer Gesellschaft irgendwie so vernachlässigt. Wenn es einem dann wirklich mal nicht gut geht, dann wird das immer schnell verpönt. Und ich finde hier auch einfach mal zu sagen, okay, es geht mir gerade nicht gut oder ich befinde mich in einer Situation, wo es nicht gut läuft, dann ist das auch okay. Und sich hier auch Hilfe zu holen. Ja, total. Und das ist auch, ich glaube, das wird auch oft missverstanden, dass Selbstverantwortung, vorhin hast du in der ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, auch davon gesprochen, Selbstheilung heißt nicht, dass ich das alleine machen muss. Und so sehe ich es genauso auch bei Selbstverantwortung, dass die Selbstverantwortung kann ja auch heißen, ich selbst entscheide mich, Hilfe zu holen oder jemanden um Rat zu fragen. Nur weil da das Wort selbst ist, heißt das nicht, dass das dann komplett alles alleine zu lösen ist, sondern wirklich für sich auch da zu gucken, was brauche ich dann eigentlich? Und das muss ja nicht immer alles von mir kommen. Richtig. Ja. Und vor allen Dingen, also ich vergleiche das mal mit dieser Metapher von dem Garten. Das ist immer so häufig, was viele Menschen machen, ist, wenn sie ihr Unkraut jäten wollen, was sie machen, ist, sie schneiden das Unkraut, ohne wirklich mal die Wurzel zu gehen. Was passiert? Ein paar Wochen später wächst es wieder nach, weil man halt nie an die Wurzel gegangen ist. Und deswegen finde ich auch hier ist einfach wichtig, wenn man in einer Sinn oder einer anderen Art von Krise ist, dass man sagt, okay, das verschönere ich jetzt nicht oder ich kratze mal an der Oberfläche, sondern guck mir das auch mal ganz genau an. Mhm. Und das ist halt häufig das, was viele Leute ignorieren, weil es einfach nicht einfach ist. Mhm. Also im Englischen sagt man ja auch, dass es einen Unterschied zwischen simple und easy gibt. Mhm. Viele Dinge im Leben sind leicht, aber nicht einfach. Mhm. Also die Lösung, wir wissen halt auch häufig so viel und das ist auch genau meine Definition von Weisheit im Endeffekt. Und zwar ist das Knowledge Embodied, das heißt das Wissen, was ich zum Beispiel mir über Jahre durch meine Studien angeeignet habe oder was heutzutage viele machen, die sich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Die lesen die Bücher, hören sich die Podcasts an, schauen die YouTube-Videos und Dokus dazu. Das ist alles schön und gut und das ist auch wichtig. Wissen. Aber Wissen ist meiner Meinung nach nur dann auch wirklich hilfreich und in dem Sinne auch Macht, wenn man das anwendet, also angewandtes Wissen ist meiner Meinung nach Macht. Das heißt, dass man dann auch in die Praxis kommt. Also es bringt mir ja wenig, über die vegane Ernährung oder über das Yoga zu lesen, ohne das dann auch zu praktizieren. Also dann kommt ja Veränderung auch nicht zustande. Ja, total. Und wir wissen so viel, ne? Und nutzen das häufig gar nicht ausreichend. Total wichtig, ja. Und konsumieren und konsumieren und konsumieren. Ja, total.
total wichtig, ja. Jetzt hatte ich gerade eine Frage, die mir noch dazwischen gekommen ist. Jetzt habe ich sie wieder fliegen lassen, aber dann macht ja nichts, macht ja nichts. Weil, wenn wir gerade auch so bei diesem Konsumieren sind, also Wissen sich aneignen und das Zertifikat noch und noch den Kurs besuchen. Ich bin genau diese Kategorie, aber ich versuche es auch zu nutzen, mehr und mehr. Aber wie wichtig ist das Thema auch Verlernen, gerade so bewusster, nicht nur oben immer noch drauf zu packen, sondern wirklich auch sich frei zu machen von Wissen, was vielleicht einfach gar nicht mehr uns dienlich ist. Wie wichtig siehst du das? Ja, also ich finde es wichtig, dabei auch zu sehen, es heißt ja nicht, dass wir das irgendwie fallen lassen oder vergessen gar, sondern ich sehe das eher als so ein Loslassen von. Loslassen von eventuell auch Dingen, wo man sich jahrelang dran festgehalten hat. Also auch mal zu sagen, okay, ich sehe das immer so wie ein Körper. Und stell dir mal vor, in deinem Körper ist so viel Trauer oder so viel Wut, dann gibt es gar keinen Platz, um diese Leichtigkeit und Freude in dein Leben zu bekommen. Das heißt, da wären wir auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin angesprochen hatten. Über viele Dinge kann man ganz, ganz lange philosophieren und sprechen. Aber wenn man dem Körper nicht signalisiert, okay, du bist sicher und du kannst loslassen und Dinge auch mal von dir ablassen, sodass du die Chance hast, in deinem Körper wieder den Platz zu haben, um Freude in dein Leben zu bekommen, um zu sagen, okay, es kann auch leichter sein. Also wenn der Platz halt nicht da ist, dann ist das halt schwierig. Wie finden Menschen denn, also ich glaube, es ist was ich oft erlebe, dass Menschen das gar nicht so verknüpfen, dass wenn sie zum Beispiel ja sich mit einem Partner oder mit einer Freundin streiten in einem bestimmten Moment und da sind wirklich auch Dinge hochkommen, die eigentlich ja gar nichts mit der Situation oft zu tun haben, sondern es gibt nur irgendeine Analogie oder es gibt irgendwie irgendwas im Unterbewusstsein, was uns dann sozusagen anspricht, weshalb wir vielleicht manchmal dann auch in Streitsituationen oder gehen, die aber eigentlich mit der Situation nichts zu tun haben. Aber ich erlebe ganz häufig auch, dass Menschen das, was wir ja auch nie gelernt haben, gar nicht direkt überlegen, wo könnte das aus meiner Vergangenheit herkommen, dass ich da mal schauen kann, wie ich da rankomme, um um dann auch mehr loslassen zu können. Richtig. Ja, und häufig kommt dann das Thema Schuldzuweisung immer zutage. Also entweder weisen wir unseren Partner, unseren Freunden dann die Schuld zu oder wir geben uns selbst die Schuld dafür, dass wir eventuell laut geworden sind, dass wir bestimmt reagiert haben, was uns im Endeffekt total leid tut. Und das ist auch immer so wichtig zu sehen, okay, das ist nicht meine Schuld, das ist nicht seine, ihre Schuld, das ist dafür muss ich jetzt auch nicht immer den Grund wissen. Das finde ich dabei auch immer ganz wichtig anzusprechen. Denn häufig hält uns halt diese Suche nach dem Ursprung auch etwas davon ab, zu sehen, okay, wo bin ich hier und wie kann ich das auch verändern, indem ich weiterkomme. Genau, und wenn es um Konflikte generell geht, ich meine, viele von uns haben halt auch nie gelernt, damit umzugehen. Wir fangen gleich immer an, andere zu beschimpfen. Und bevor wir irgendwie erstmal kurz innehalten, und das ist wieder, da sind wir diesen Platz schaffen, erstmal, man kann ja auch seinen Atem dafür super nutzen, dass man sagt, okay, jetzt atme ich einfach einmal ein paar Mal tief ein und aus. Und dann ist das Problem zwar nicht weg, aber dann habe ich mich so weit beruhigt, dass ich auch konstruktiv antworten kann und sagen kann, okay, ich sehe das so aus meiner Perspektive. Und nicht mit dem Du beginnst, indem man irgendwas an den Kopf wirft. Ja, total. Und auch vielleicht nochmal so, das heißt, hilft mir zumindest, ist in vielen Situationen zu sich bewusst zu machen, dass es nicht immer unbedingt ich gegen dich bin, sondern wir gegen das Problem. Das Problem, lass uns das irgendwie gemeinsam lösen und dass es dann nicht immer gegeneinander unbedingt sein muss. Genau. Ja, ich glaube, da dürfen wir noch alle viel lernen, um einfach einen weicheren Umgang auch miteinander zu haben. Gerade so in dieser, sich doch jetzt seit letztes Jahr fand ich viele, viele Menschen auch gereizt, was auch verständlich ist im Rahmen dieser äußeren Welle, die einfach da war, dann auch
aber das hat sich natürlich auch viel auf das Miteinander übertragen. Und ja, da ist es wichtig, jetzt so langsam wieder ein bisschen mehr social zu werden. Und das muss jetzt nicht immer digital sein, sondern einfach zu lernen, wie kann ich eigentlich wirklich das Menschliche miteinander besser, ja, sehen und dann auch zueinander finden. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde das auch immer so wichtig zu sehen, egal in was für einem Alter wir uns jetzt befinden, ob Mitte 20 oder Ende 50 oder in den 30ern, dass man sagen kann, man kann auch immer wieder neu beginnen, also eigentlich jeden Tag. Selbst wenn man jetzt in einem Job ist oder in einer Partnerschaft, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber in unterschiedlichen Beziehungen oder Jobs, die einem einfach nicht gut tun, da möchte ich auch immer die Menschen motivieren und sagen, ja, man kann immer wieder neu beginnen. Und jedes Ende ist ja auch ein Anfang mit einem unbekannten Ende. Mhm. Also das auch als Anfang zu sehen und als neue Chance und hier wieder zur Neugier zurückzukehren. Schön, das ist dann kein Versagen. Ja. Und es gibt so häufig Entscheidungen, die sich am Anfang komisch anfühlen und wo wir oft im Nachhinein sagen, ach, bin ich so froh, dass ich das gemacht habe, ne? Sich mehr Mut zu haben und dann aber auch vielleicht was dir ja auch sehr, sehr wichtig ist, so diesen Zugang zur inneren Weisheit, so selber auch dann natürlich auch viel bewusster Entscheidungen zu treffen, welchen Weg man eben besser für sich vielleicht auch nochmal neu ausprobiert. Richtig. Ja, das ist auch hier immer so schön. Ich meine, wir kennen immer diese Geschichte von der Raupe Nimmersatt, die sich dann vollfrisst und aus ihr dann ein wunderschöner Schmetterling wird. Aber die wenigsten sehen halt, was da eigentlich passiert, wenn sich diese Raupe im Kokon befindet. Und das ist ja eigentlich genau diese Zeit der Ungewissheit, der Dunkelheit, wo man sich alleine fühlt. Und dass das auch, also zum Thema Heilung, Transformation, Persönlichkeitsentwicklung, das ist nicht immer angenehm. Also das ist auch, wie gesagt, ganz, ganz schön schwer und davor scheuen sich halt die meisten Menschen, weil sie sagen, okay, den Zeh, den halte ich ins kalte Wasser, aber wirklich den Sprung rein, den traue ich mich nicht. Ja, total wichtig. Das ist wirklich total wichtig, auch diesen Struggle, der auch dazugehört, irgendwie wirklich auch so schwer es in dem Moment auch ist, aber auch oft, zumindest im Nachhinein, haben wir ihn doch häufig auch ein bisschen gewertschätzt. Also das Wissen, was er daraus gemacht hat. Also ich zumindest, wenn ich auf viele Lebensmomente gucke in meinem Leben, dann waren viele schwierige Phasen dabei. Und ich bin trotzdem heute dankbar, weil es wirklich wichtige Schlüsselmomente waren, wo einfach das Leben nochmal eine andere, bewusstere Wendung genommen hat, die sonst gar nicht vielleicht entstanden wäre. Und deswegen ist es zumindest für mich so aus meiner, in meinem Leben bin ich sehr dankbar und weiß auch, dass jede schwierige Phase irgendwann vorbeigeht und dass sie irgendwas auch mit sich bringt, die total wertvoll ist. Auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt hast du auch, also du bist vor allem mit deinem Account, Instagram-Account, hast du natürlich auch viele überhaupt Abonnenten, die auch dein Newsletter haben. Den Monday-Newsletter muss ich noch abonnieren, den anderen, den Monats-Newsletter, den bekomme ich zumindest. Und du bietest für die auch verschiedene Programme an, ne? Für deine Community. Kannst du uns mal Einblicke geben, so was kann, wenn ich jetzt sage, die Nila finde ich toll, also ich finde dich sowieso toll, aber ich glaube auch viele nochmal jetzt im deutschen Raum werden da bestimmt nochmal angeteasert. Im Moment sind es, glaube ich, hauptsächlich englische Angebote, oder habe ich das missverständlich im Kopf? Genau, also die meisten Angebote sind international, das heißt aber nicht, dass die Deutschen, sage ich mal, davon ausgeschlossen sind. Also ich habe eigentlich mein Hauptschwerpunkt liegt in meinem Gruppenprogramm. Das nennt sich The Total Transformation. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich im Sommer auch noch einmal anbieten. Das geht über 3 Monate. Und das ist halt, wie gesagt, so eine ganzheitliche Reise. Mind, Body, Soul in einer kleinen Community von circa 5 bis 10 Frauen. Und mehr Informationen kann man da auch auf meiner Website bekommen oder wie gesagt auf meinem Instagram-Kanal. Und das, ja, das ist mal schön, wenn sich da Frauen zusammentreffen und ja, sich selbst zeigen und zeigen. Und es sind bisher wirklich
transformierende Sachen passiert. Also eine Juristin hat ist dann Yogalehrerin geworden und so weiter und so fort. Muss nicht passieren, kann, ist aber gut möglich. Da geht es halt, wie gesagt, um im ersten Modul, im ganzen ersten Monat, um die Themen, Schwerpunkte, Glaubensansätze, Gedanken, mit Emotionen gut umgehen. Also all das, was ich mir damals gerne als Schulfach gewünscht habe. Ja, und im zweiten Modul geht es dann um den Körper, also Ernährung, auch Yoga und dann solche Themen wie Selbstmitgefühl oder wie kann ich lernen, Freude in mein Leben wiederzubekommen. Das war immer ganz spannend. Und im allerletzten Modul geht es dann um die Seele, also Soul. Und das ist wirklich spannend. Da gibt es verschiedene Persönlichkeitstests. Da habe ich auch viel aus der Persönlichkeitsentwicklung mit übernommen. Zu den Themen Passion, Persönlichkeitsstärken und dann das letzte, die letzte Stunde nenne ich Turning Wounds into Wisdom, also aus seinen eigenen Wunden. Und da sind wir wieder bei der eigenen Geschichte. Ja, irgendwas in die Welt zu schaffen oder man muss das nicht immer gleich beruflich verwirklichen, sondern einfach zu sagen, wow, das habe ich alles schon durchlebt und hier bin ich. Ich bin stolz auf mich und da schreibe ich jetzt ein Buch, mache ich einen Podcast oder teile das einfach mit meinen Freunden, mit meinem Partner, meiner Familie. Ja, schön, super schön. Und oder habe einfach für mich ein anderes Bewusstsein für mich selber und kann mich dann auch viel besser in anderen Situationen einschätzen oder habe einen bewussteren Umgang auch mit Menschen. Ne? Das ist ja, sind ja so viel wertvolle Aspekte, die dann, die so den Prozess, den du beschreibst, dann, was dann auch mitgebracht wird, ja. Richtig, weil wenn man sich wirklich selbst kennt, also diese Reise zum Beispiel mal gemacht hat, dann steht man auch ganz anders im Leben. Das habe ich jetzt mitbekommen, mit viel mehr Selbstbewusstsein, weil man halt weiß, dass diejenige bin ich und dazu stehe ich auch. Also ich mag mich so, wie ich bin. Ich liebe mich zwar nicht immer so, aber ich bin mit dem zufrieden, der ich halt bin und das ist immer so schön. Genau. Und ansonsten, also neben dem Gruppenprogramm biete ich auch Einzelcoachings an. Die biete ich auch auf Deutsch an und dazu gibt es auch mehrere Informationen noch auf meiner Website. Ja, das machen wir auf jeden Fall in die Shownotes dann auch, die Links dazu, dass jemand oder dass ihr dann beide, dass ihr dann einfach auch gucken könnt, was ist für euch dann weiter, ja, interessant. Und ja, schön, Nila. Ich finde es, ich könnte noch ewig mit dir sprechen. Ich habe auch noch ganz viele Fragen im Kopf, die mir gerade eingefallen sind. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir vielleicht jetzt einfach mal sacken lassen, weil da waren so viele wichtige Impulse schon drin und ich möchte ungern immer die Menschen überfrachten. Auch wenn es mich persönlich noch mehr interessieren würde. Aber vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine zweite Folge oder eine dritte Folge dann. Auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, liebe Nila, dass du dir Zeit genommen hast. Ich werde dich weiter stalken im positiven Sinne über das, was du auch verteilst an Content und an tollen Weisheiten aus deiner Welt. Auf Instagram hast du, wie gesagt, wir werden die Links unten in die Shownotes packen. Und Danke dir ganz herzlich, dass du da warst heute und wir ganz viel schöne Zeit hatten. Ihr Lieben, wir danken auch euch, dass ihr dabei wart. Ich glaube, es ist wichtig, immer mal zu reflektieren. Also guckt, vielleicht habt ihr Lust, euch direkt für den Newsletter auch bei der Nila anzumelden. Auch da können wir ja direkt noch den Link unten reinpacken. Und ja, wir wünschen euch allen, glaube ich, gemeinsam ein gutes Leben, oder? Auf jeden Fall. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Macht's gut, ihr Lieben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, macht gerne einen Screenshot, teilt es in Social Media oder bewertet uns bei Apple Podcast. Das hilft uns immer sehr. Und jetzt ganz lieben Dank und macht's gut. Tschüss. Tschüss.